Körperorientiertes Coaching ist eine Form des Coachings, in dem der Körper als Steuerzentrale wirkt und nicht nur als Instrument des Verhaltens. Damit will ich sagen, dass der Körper schneller reagiert, als die Gedanken, als der Verstand nachkommt. Wenn uns im Außen etwas begegnet, dann haben wir sofort irgendwelche Körperimpulse. Und die sind uns meistens gar nicht bewusst. In dem körperorientierten Coaching machen wir diese Körperimpulse ganz bewusst. Wenn meine Körperimpulse mir bewusst sind, dann kann ich sie in den Verstand bringen und dann kann ich schneller in den Situationen so reagieren, wie ich es eigentlich wirklich möchte. Das heißt, ich bin souveräner, freier und sicherer in den Situationen, die mir begegnen. Dass der Körper so schnell reagiert, ist ein Überbleibsel aus den Urzeiten der Menschheit. Das musste damals so sein, damit wir ganz schnell auf Gefahren reagieren können und nicht erst den Kopf einschalten, was muss ich denn jetzt machen, in welche Richtung muss ich denn jetzt loslaufen. Der Körper reagiert immer aufgrund von früher gemachten Erfahrungen. Und die allererste Erfahrung, die wir machen, ist tatsächlich bei der Befruchtung. Also, wenn die Samenzelle und die Eizelle zusammenkommen, entsteht eine befruchtete Eizelle, die eben ihre Umwelt schon wahrnimmt. Das heißt, auf den ganzen Körper bezogen, dass der ganze Körper sich formen lässt durch das, was wir erfahren. Wir können uns nicht vom Verstand her an alles erinnern, aber unser Körper tut das. Und das ist das, der Schatz, den wir im körperorientierten Coaching nutzen können. Körperorientiertes Coaching kann man vor allem dafür einsetzen, auch Ressourcen zu integrieren. Manchmal wollen wir einfach verändern. Unser Verhalten gefällt uns nicht. Wir wollen souveräner sein. Aber wir können auch andere Sachen einfach in unser Leben holen. Wenn ich weiß, was fehlt mir auf der einen Seite, kann ich es auf der anderen Seite mir holen und integrieren. Körperorientiertes Coaching setze ich ein in allen Bereichen. Und zwar zum Beispiel in einer beruflichen Orientierung, bei Beziehungsthemen. Ich arbeite sehr viel mit Frauen für das Frausein im Allgemeinen oder auch zum Beispiel bei unerfülltem Kinderwunsch. Das Setting, also die Situation des Coachings, ist natürlich am Anfang, wir besprechen das Thema und dann im Laufe der Sitzung lade ich den Klienten oder die Klientin ein, in Interaktion mit mir zu treten. Das heißt, wir werden auch körperliche Berührungen haben. Das ist nicht für jeden sofort leicht, aber es wird im Laufe der Zeit einfacher. Jeder Widerstand, der in der Sitzung auftaucht, das kann eben dann auch sein, dass der Klient nicht oder die Klientin nicht berührt werden möchte, ist willkommen. Jeder Widerstand ist für uns ein Schatz, weil da ist genau der Punkt, wo ich ansetzen kann, wo ich weiß, dahinter verbirgt sich etwas. Der Widerstand wird aber in erster Linie wahrgenommen, respektiert und wertgeschätzt. In den Interaktionen mit meinen Klienten beobachte ich dann. Ich beobachte die Atmung, ich beobachte die Körperspannungen, Pulsationen, ob es irgendwelche kleinen, feinen Reaktionen des Körpers gibt. Und auch das kann den Klienten erstmal irritieren, weil ich so viel beobachte. Aber ich bleibe auch immer selber sichtbar. Ich sage, was ich sehe. Und dadurch wird das, was beim Klienten, bei der Klientin passiert, für ihn oder sie dann auch greifbar. Und dann lade ich ein, diese zurückgehaltenen Impulse, diese aufgestauten Gefühle auch auszudrücken. Wir gehen in den Körperausdruck. Ein kleines Kind, das das Förmchen verliert, sagt ja auch nicht, oh, jetzt bin ich aber sehr betroffen, dass du mir das Förmchen weggenommen hast, sondern es fängt an zu weinen, zu schreien und es haut vielleicht auch einfach mal. Dieser Ausdruck der Gefühle ermöglicht dann im Körper das Strömen der Energie und die Integration der bisher fehlenden Ressourcen. Das alles geschieht immer unter Berücksichtigung der persönlichen Grenzen und mit viel Achtsamkeit und Humor. Die Interaktionen, die ich mit meinen Klientinnen mache, die sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe immer so viel Druck, ich mache mir selber Druck, mein Chef macht mir so viel Druck, dann werden wir in einem Spiel das verdeutlichen. Das kann sein, dass ich meine Hände auf die Schultern lege, um einen sehr offensichtlichen Druck darzustellen. Oder ich lehne mich so an den Körper an. Das ist dann ein Sinnbild für einen manipulativen Druck. Oder ich hänge mich wie ein nasser Sack einfach an den Rücken. Das ist dann so ein indirekter Druck. Auf jeden Fall wird irgendetwas im Körper der Klientin passieren und klar machen, welche Sorte Druck sie empfindet. Und der Körper wird auch sofort eine Reaktion darauf zeigen, welche die Lösung beinhaltet. Das heißt, der Prozess, wie wir ihn begleiten, beinhaltet immer die Lösung dessen, was wir vorhaben. Ein anderes Beispiel für eine Interaktion kann sein, dass wir so eine Art Aufstellung machen mit Zetteln oder mit Bodenankern. Das sind Kissen, die wir dann auf den Boden legen und mit irgendwelchen Inhalten füllen, gedanklichen Inhalten. Wir arbeiten mit Seilen, mit Puppen, mit Bällen, mit Decken, alles, was irgendwie zur Verfügung steht und einfach Körperimpulse hervorrufen kann. In der Ausbildung gab es eine Situation, da haben wir ein Experiment gemacht und sind durch die Fußgängerzone in Köln gelaufen und haben da ganz bewusst unsere Körperstruktur verändert. Bei mir ist es so, ich habe sehr viel Energie im Oberkörper.
Und ich kannte es bis dato nur, dass wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, dass ich angerempelt werde. Weil durch dieses viel Energie im Oberkörper haben, haben die Leute immer gedacht, ich fordere sie heraus und darauf sind sie eingegangen. Und in dem Moment, wo ich ganz bewusst meine Körperhaltung dahingehend verändert habe, dass ich mehr ausgestrahlt habe, auch ich bin ganz hilfsbedürftig und könnt ihr mich bitte durchlassen, ist genau auch das passiert. Meine Grundstruktur, die ich von zu Hause mitbekommen habe, weil ich die Kleinste war und ebenso viel mich aufbauen musste, das sieht man immer noch, das ist immer noch vorhanden, das wird auch nicht weggehen. Aber ich habe die Möglichkeit, in bestimmten Situationen andere Ressourcen zu integrieren. Und genau das ist es, was ich meinen Klientinnen noch mitgeben möchte.